Mein Name ist Marc Stadler, ich bin 16 Jahre alt und ich komme aus Zug. Meine Geschichte heisst Corona in Italien. Es war der 19. Februar 2020 um 22 Uhr, als ich, Giovanni Abbracciavento, das Fußballstadion nach dem Spiel, dem ich gespannt entgegengefiebert hatte, verließ. Als ich den großen Parkplatz vor dem Stadion betrat, sah man dort Fans beider Mannschaften. Ich als gebürtiger Bergamo-Anhänger freute mich natürlich sehr über den deutlichen Sieg über Valencia. 4:1 hatten die Spieler des Clubs, der in der italienischen Stadt Bergamo gegründet wurde, gewonnen. Ich hatte meine Freunde, mit denen ich mir das Spiel angesehen hatte, aus den Augen verloren. Dabei wollten wir doch noch bei einem 24-Stunden-Service Pizza holen, um diese dann gemütlich vor dem Fernseher zu essen. Ich suchte etwa 20 Minuten in der Menschenmenge, bis ich aufgab, mich in den nächsten Bus setzte und dann auf dem Weg nach Hause in meinem neuen Krimiroman schmökerte. Als ich das nächste Mal aufblickte, war ich schon 3 Stationen an meinem Haus vorbeigefahren. Ich stand auf und streckte mich. Offenbar hatte das Spiel mich etwas erschöpft. Ich stieg aus und blickte auf die Straße. Es war weit und breit kein Auto zu sehen. Ich nahm meine letzte Kraft zusammen und ging den restlichen Weg nach Hause zu Fuß, was etwa eine halbe Stunde beanspruchte. Als ich mich die etwa 100 Stufen lange Treppe hochgeschleppt hatte, meinen Schlüssel aus der Hosentasche kramte und damit die Türe öffnete, las ich einen Zettel, den meine Mutter mir hinterlassen hatte. Sie war bereits schlafen gegangen und wünschte mir noch einen angenehmen Abend. Ich warf mich mit Mühe auf mein Bett und schlief sofort ein. Am nächsten Morgen wachte ich um 7 Uhr auf, da mein Wecker lautstark klingelte. Ich hatte noch nie so gut geschlafen wie in dieser Nacht. Ich stand auf und bewegte mich langsam in Richtung Küche. Da hörte ich schon meine Mutter, wie sie sich auf ihr allmorgendliches Fitnessprogramm vorbereitete. Ich schlich an ihr vorbei und begab mich vor den Fernseher. Es ist der 20. Februar 2020 und die Morgennachrichten interessierten mich schon immer. Es wurde über das Coronavirus berichtet, welches im Dezember des vorhergehenden Jahres in der chinesischen Stadt Wuhan ausgebrochen war. Es wurde über mögliche Ursachen und die Symptome berichtet, dass sich das Virus bereits in Europa befinden könnte. Es wurde von großen Veranstaltungen wie Fußballmatches und Konzerten abgeraten, weil dort die Ansteckungsgefahr am größten wäre. Ich bekam augenblicklich ein mulmiges Gefühl und fragte mich, was wäre, wenn sich das Virus während dem Fußballspiel im Stadion verbreitet hätte. Einige Tage später erfuhren wir, dass das Coronavirus sich in Bergamo großräumig ausgebreitet hatte. Es wurden ebenfalls in Valencia einige Infektionen gemeldet. Überall wurde die Nachricht verbreitet: Das Coronavirus hat Italien befallen.